Moin moin und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal Fly with Chris. Wir fliegen heute nach Nordholz in die Kontrollzone und ich würde sagen, auf geht's. Wir fliegen heute jetzt nach Nordholz, zum Flugplatz Nordholz Bieker, wie immer schon erwähnt. Wir machen jetzt mal eben schnell die Maschine startklar. Die Sonne scheint noch. Es kann in der Laufe der Zeit jetzt sich auch noch ein bisschen ändern, dass wir ein bisschen schlechteres Wetter kriegen. So, wir machen einmal ganz kurz die Abflugchecks, damit wir auch sicher sind, dass alles funktioniert. Brakes gehen auf jeden Fall rein. Dann Motorinstrumente sind aktuell im grünen Bereich. Dann Ruderkontrolle, dann machen wir Full Links, Full Right, Full Right, Full Up, Full Down. Das war jetzt schön versammelt, aber die richtige Einstellung. Dann die Startcheckliste. Flaps gehen auf 10, Mixture ist auf Best Power, Landing Lights gehen an, Transponder geht auf Alt. Ja, dann sind wir jetzt abflugbereit und auf geht's. Ja, das Wetter ist relativ gut. Ich erwarte also nichts Schlimmes jetzt. Es könnte sein, dass es ab und zu ein bisschen regnet. Ich hoffe jetzt nicht, aber ein bisschen Wäsche für die Maschine schadet auf jeden Fall nicht. So, dann Parkbremse wird gelöst. Und die Delta Golf Simul Charlie rollt auf die Piste 27 und startet. So, dann richten wir uns mal schön auf die Bahn aus. Das sieht ganz gut aus. Und wir gehen Vollgas. Rechtes Ruder, weil die Maschine nach links will. Schön am Boden bleiben noch. Airspeed is alive. Und 55 rotate. So, schön mit 70 raus. Wir haben heute ein bisschen Wind von der linken Seite, deswegen fliegen wir so ein bisschen schräg jetzt schon. So, ich trimme sie mal ein bisschen aus, damit ich nicht so im Steuerhorn hängen muss. So, gleich haben wir die 400 Fuß erreicht, dann gehen die Landeklappen wieder rein. Wir ermöglichen uns das ja, dass wir ein bisschen schneller vom Boden hochkommen. Gerade jetzt hier, wo wir die Graspiste haben, ist das sehr uneben. Klappen gehen rein, 400. So, vorne ist alles frei. So, dann drehen wir mal langsam links ein. Platzrundenhöhe haben wir schon, wir steigen allerdings immer noch weiter, dass wir gleich die 2000 Fuß erreichen. Also steigen wir jetzt aus dem Gegenanflug Piste 27 raus. Und die Delta Golf Zulu Charlie hat die Platzrunde verlassen und jetzt auch die Frequenz in aktuell Richtung Elbmassen unterwegs auf 1500 Fuß. Und dann melden wir uns mal direkt bei Lange noch an. Lange Informationen für die Delta Echo Golf Zulu Charlie. Delta Echo Golf Zulu Charlie an den Cessna 172, eine Person VFR-Flug von Uetersen nach Nordholz-Bieker, gerade in Uetersen gestartet, um 2000 Fuß. Und da bitte Verkehrsinformationen. Delta Echo Golf Zulu Charlie, QNH 1015 und Squawk 7740. So, dann drehen wir jetzt rechts ab auf den Kurs, rechts alles frei. Wir erhöhen auf 2,4 heute. Ja, wir haben jetzt ein bisschen Gegenwind, also Wind auf der Nase. Das sollte uns jetzt aber nicht weiter interessieren. So, wir müssen jetzt noch ein bisschen nach links ausweichen, weil wir hier rechts eine Kunstflugzone haben. Die lasse ich immer gerne frei, auch wenn heute höchstwahrscheinlich kein Kunstflug betrieben wird. Es ist immer schlau, solche Zonen dann trotzdem zu meiden. Wir kürzen aber ein bisschen ab, sodass wir relativ straight ahead dahin kommen. Ja, wir haben auf jeden Fall, es ist jetzt aktuell schon ein bisschen kälter. Deswegen sitze ich jetzt auch mal wieder im Pulli hier. Die Sommerzeit ist vorbei. Wir haben jetzt November. Ich drehe ungefähr immer so einen Monat vor. Zumindest versuche ich das, damit ich, falls ich, falls das Wetter mal wirklich sehr, sehr schlecht ist, trotzdem Videos für euch habe. Ja, wir sind jetzt auf dem direkten Wege zum Flugplatz Nordholz-Bieker, der in einer Kontrollzone liegt, die Kontrollzone Nordholz. Und die wurde errichtet, weil dort halt ein Marinestützpunkt, also ein Flugplatz der Marine ist. Und von dort aus machen sie dann Überseeüberprüfungsflüge und sonstige Überwachungsflüge. Ja, es kann sein, heute ist Samstag, dass sie nicht aktiv ist, dann ist das ein ganz normaler Infoplatz, Nordholz-Bieker, und ich brauche keine Freigabe. Es kann aber auch gut sein, dass jetzt gerade Maschinen der Marine reinkommen. Dann müsste ich eine Freigabe erfragen und vielleicht kriege ich sie auch. Vielleicht müssen wir aber auch draußen warten
und ja, 360 drehen. Ich bin mal sehr gespannt, wie das so wird. Ich habe das so in der Kombination noch nie gemacht, dass wir erst eine Kontrollzone haben, aber am Ende des Tages in einer anderen Infoplatz landen. Ich hatte telefonisch schon nachgefragt, aber es war ein sehr netter Mann dran und er hatte mir gleich gesagt, ja, so kompliziert ist das nicht, einfach mal reinfunken und fragen. Ja, angemeldet habe ich mich mal wieder bei Lang. Vielleicht für den einen oder anderen, was ist eigentlich Lang? Lang ist für mich ein Zentrum, wo ich mich anmelde, sage, wo ich ungefähr hinfliegen möchte, welche Höhe ich aktuell habe. Dann hat er mich auf seinen Radar und kann mich vor Traffic warnen, der mich kreuzen könnte oder würde. Es ist aber nur so, dass es eine Information ist, das heißt, es muss nicht zutreffen. Also muss ich definitiv noch weiter rausschauen und muss gucken, ob ich andere Maschinen selber sehe. Aber es ist eine sehr, sehr große Unterstützung, was Lang dort für uns tut, für uns Piloten, dass wir einfach noch mehr Sicherheit haben im Flug, um ja, andere Maschinen rechtzeitig zu erkennen. Bei diesen ganzen Wolken oder auch bei diesem diesigen Wetter kann es durchaus mal passieren, dass man eine Maschine einfach sehr spät sieht und dann warnt ein Lang davor, dass, ja, dass der Gegenkurs ist oder dass man sich sogar vielleicht sogar kreuzt. Außerdem kann ich bei Lang alle Sachen nachfragen, die mich interessieren, also ob irgendwelche Kontrollzonen aktuell aktiv sind oder irgendwas Bekanntes wettertechnisch, die fragen danach und können mir die Informationen dann direkt hier ins Cockpit senden. Also man kann es ein bisschen sehen wie so ein Informationszentrum, deswegen nenne ich es jetzt gerne mal so. Und ich bin sehr dankbar für die Arbeit, die sie da machen, um einfach die Luftfahrt sicherer zu machen. Und ich würde mir wünschen, dass da jeder Pilot angemeldet ist. Es ist kein Zwang, also man kann sich da anmelden. Ich würde es auf jeden Fall empfehlen. Es gibt aber immer noch welche, die sich da leider nicht anmelden. Und dann ja, muss man so ein bisschen darauf hoffen, dass man sie rechtzeitig sieht. Es ist aber so, dass Lang Informationen auch Flugzeuge sehen kann, die nicht angemeldet sind. Allerdings können da Daten fehlen. Und sie können halt auch keinen Kontakt zum Flugzeug aufbauen, wenn ich jetzt zum Beispiel die Maschine noch nicht in Sicht habe oder sie fliegt sogar hinter mir, deswegen sehe ich sie nicht. Dann wäre es natürlich super, wenn man die Maschine hinter mir so direkt anfunken könnte und sagen könnte, passen Sie bitte auf, vor Ihnen ist ein Flugzeug. Machen leider nicht alle, von daher muss man hier auf jeden Fall immer wachsam sein. In der Kontrollzone selber, wo wir jetzt ja auch vielleicht gleich reinfliegen, dort ist es so, wir werden gelenkt und vertrauen auf die Angaben, die da gemacht werden und ich führe das genauso aus. Ja, das Wetter ist ganz okay, es wird allerdings immer schlechter. Heute Morgen war es relativ sonnig, jetzt haben wir schon ein bisschen diesig und die Wolken ziehen hier immer mehr rein. Es könnte auch sein, dass es gleich noch regnet. Wir melden uns jetzt mal an, beziehungsweise melden wir uns erstmal ab bei Lang und gehen dann rüber zur Turmfrequenz von Nordholz. Die Delta Golf Sierra Charlie würde jetzt gerne die Frequenz verlassen, um Nordholz Turm zu rufen. Delta Golf Sierra Charlie, Squawk VfR, vielen Dank, ciao. So, und dann haben wir Nordholz Speaker, das ist 121, die drehen wir auch mal direkt ein. 121 030, Nordholzturm, die Delta Echo Golf Zulu Charlie. So, aktuell höre ich da jetzt noch nichts, da kommt noch keine Antwort. Ich versuch's nochmal. Nordholzturm für die Delta Echo Golf Zulu Charlie. So, noch einmal die Frequenz überprüfen, 131.255. Das passt. So, dann gehen wir rüber zur Frequenz von Nordholz Speaker. Scheint nicht aktiv zu sein aktuell. Aber da haben wir ein bisschen Störung im Funk. Ich hoffe, das ist für euch nicht zu unangenehm. Ich mach's mal ein bisschen leiser, damit es halt nicht so schrill ist. Speaker-Info, die Delta Echo Golf Zulu Charlie. Die Delta Echo Golf Zulu Charlie. Ich wollte einmal fragen, ob die Kontrollzone Nordholz aktuell aktiv ist. Die Nordholz-Kontrollzone ist derzeit nicht aktiv. Delta Echo Golf Zulu Charlie, die Kontrollzone ist aktuell nicht aktiv. Vielen Dank. Ich würde dann einmal zur Landung reinkommen. Ja, das ist okay. Wir haben die Landung.
die Landerichtung. 26, vielen Dank. Ja, da ist auf jeden Fall ganz schön viel Störung drin. Ich lasse es mal lieber vor euch raus. Das kann natürlich sein, dass ich eins noch sehr weit weg bin. Die Kontrollzone ist aktuell nicht aktiv. Das heißt, wir drehen jetzt direkt rein da in die Kontrollzone, die aber deaktiviert ist. Ja, ich hoffe auf jeden Fall, dass die Funkqualität da noch mal ein bisschen nach oben geht. Lass es jetzt mal ein bisschen leiser. Ja, ich habe jetzt gerade mit Nordholz Speaker gesprochen. Die Kontrollzone ist leider nicht aktiv, somit ist das ein ganz normaler Infoplatz. Ich brauche keine Freigabe. Schade, ich habe mich schon ein bisschen darauf gefreut, dass wir hier ein bisschen mit einer Kontrollzone agieren. Vielleicht beim nächsten Mal, ich versuche es beim nächsten Mal nochmal. Also haben wir einen ganz normalen Infoplatz, wie auch Uetersen. Das heißt, ich würde einfach sagen, wo ich bin und so weiter. Und dann fliegen wir dann direkt rein. 100 Fuß habe ich. Dann Landescheinwerfer haben wir noch an. Vergaserverwärmung ist drin. Dann gehen wir mit der Drehzahl ein bisschen runter. So, 1000 Fuß ist die Platzrundenhöhe, die habe ich jetzt. Weißer Bereich habe ich auch, also Klappstufe 1. Wir fliegen jetzt erstmal sozusagen entgegen der Platzrunde. Ich melde mich einmal ganz kurz an. Und die Delta Echo Golf Civil Charlie fliegt aktuell im Gegenanflug gegen und dreht gleich ein in den Queranflugpiste 26. Jetzt haben wir die Marinestützpunkt hier genau auf der rechten Seite. Das muss ich jetzt leider einmal ausblenden für euch. Und schalte euch gleich wieder die Außenkamera mit hinzu. Und sind jetzt aktuell im Gegenanflug der Piste 26. Wir haben heute auch Wind fast auf der Nase. Das ist sehr gut für meine Landung. Wir gehen jetzt mit dem Gas raus. Und die Delta Echo Golf Civil Charlie im Queranflug bis 26. Machen wir mal die Strobes an, die uns besser sehen können. Landebahn ist voraus. Oder Piste ist in Sicht. Wir sind gut ausgerichtet. Gas geht raus. Oh, immer schön ziehen, 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 ziehen. Und wir sind am Boden. Sehr gut, das war ein bisschen härter als sonst, aber bei dem Wind eine ganz gute Landung noch. So, die Landeklappen gehen rein und ich verlasse mal die Piste. Fragen wir mal ganz kurz, wo wir uns hier abstellen können. Die Delta Echo Golf Zulu, Charlie, soll ich mich direkt vom Tower abstellen? Ja, das war das, was ich gerade schon so gesagt habe. Bitte einmal wieder zurück. Das andere Ding war gemeint, Zulu, Charlie. Und zurückrollst, hast du eine weiße Halle dann irgendwann passiert. Und dann mit rechts Apron-Schilder bitte dann in den Süden rollen. Und vor der Tankstelle gibt es Abstellflächen, dann bitte dort hinstellen. Bin ein bisschen zu weit gerollt, wir sollten hier rechts rein. Da fliegen wir jetzt, da räumen wir auch mal rein, da steht auch Apron, für die ganz Doofen. Also für mich heute mal. Wir sind jetzt sicher am Boden in Nordholz Speaker angekommen. Schade, dass das mit der Kontrollzone nicht geklappt hat, dass sie aktuell deaktiviert war. Aber ich würde sagen, wir versuchen es einfach nächstes Mal nochmal. Mit euch zusammen werden wir hier nochmal herkommen. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen und wünsche euch einen wunderschönen ersten Advent am Sonntag. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid auf meinem Kanal Fly with Chris. Da fliegen wir wieder eine schöne Runde. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Ciao.